Gibt es im Arbeitsrecht eigentlich auch Verwarnungen? Und wenn ja, welche Bedeutungen haben sie? Fragt unser Zuschauer Heino Hund. Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und der Zuschauer Heino Hund fragt, ob es im Arbeitsrecht auch Verwarnungen gibt und wenn ja, welche Bedeutung haben sie und kann eine Verwarnung auch in die Personalakte? Und das ist eine sehr interessante Frage, weil wir Verwarnungen als Rechtsbegriff im Arbeitsrecht jetzt nicht kennen, aber wir wissen ja, das Eigentliche heißt im Arbeitsrecht Abmahnung. Ja, wenn der Arbeitgeber zum Arbeitnehmer sagt, du machst du das noch einmal, dann kriegst du vielleicht die Kündigung, mach es also nicht nochmal. Dann ist das ja die klassische Abmahnung. Und wir haben ja auch gesagt, unterhalb der Abmahnung gibt es noch zum Beispiel, wir nennen die meistens Ermahnung, also gibt es noch etwas, was jetzt nicht diese Warnfunktion hat, ja, eine Kündigung nicht vorbereiten soll, sondern wo man einfach nur du sagt. Ja, also mach das nicht nochmal. Dann aber keine Sanktionsdrohung, also nicht die Drohung zu kündigen, wenn es nochmal passiert. Das hat arbeitsrechtlich jetzt nicht so eine Qualität, weil letztlich, wenn ich eh die Kündigung nicht vorbereite, ne, es hat aber natürlich außerhalb des Arbeitsrechts, wenn man da so schriftlich so eine Verwarnung, kann man es ja auch nennen, ja, also Ermahnung, wie man das jetzt nennt, ist eigentlich wurscht. Wenn man da so ein Du-Du bekommt, dann hat das ja trotzdem eine Bedeutung. Und jetzt ist die Frage, darf man sowas in die Personalakte machen? Nun muss man erstmal sagen, in der Personalakte kann der Arbeitgeber jetzt nicht alles mögliche Zeug sammeln. Ja, und der Arbeitgeber hat sicherlich ein Recht, eine Abmahnung, die eine klare Sanktionsdrohung enthält, in der Personalakte aufzubewahren. Dinge, die niedrigschwelliger sind, wie Ermahnungen, da muss man drüber sich das immer überlegen, wenn das jetzt auch noch Verwarnung heißt und wer weiß, worum es da überhaupt geht. Ja, also es kommt da wirklich sehr stark auf den Inhalt an, muss man gucken. Man muss sich aber als Arbeitnehmer vor allen Dingen immer eins überlegen, ist es denn jetzt gerade schlau, dagegen vorzugehen? Nehmen wir mal an, Sie haben eine Verwarnung, wo der Inhalt eigentlich so ein bisschen stimmt. Es gibt keine Fristen für eine Abmahnung. Das heißt, die meckern wegen der Verwarnung und der Arbeitgeber sagt, so, jetzt reicht es mal wirklich. Oder merkt überhaupt erstmal, dass eine Verwarnung vielleicht doch aus dem Ordnungsrecht eher stammt und im Arbeitsrecht nicht zu suchen hat und haut ihr erstmal eine richtig ordentliche, wirksame Abmahnung rein. Ja? Das heißt, man muss immer ganz genau überlegen, wie man damit umgeht. Zusammengefasst können wir also Folgendes sagen. Verwarnung gibt es im Arbeitsrecht, wenn einer die einfach mal ausspricht, dann ist die da. Ja? Es ist nicht das gängige Mittel, es ist auch nicht das gängige Vokabular. Bedeutung hat sie, wenn jetzt zum Beispiel da drin trotzdem eine Kündigungsdrohung drin ist, ja? Die heißt nur statt Abmahnung Verwarnung, ist aber genauso, hat den gleichen Inhalt wie eine Abmahnung, dann kann, weil es muss ja nicht wörtlich Abmahnung heißen, dann kann, wenn sonst alle Voraussetzungen erfüllt sind, das Ganze auch faktisch eine Abmahnung sein. Also kann eine große Bedeutung haben. Und wenn es eine Abmahnung ist, die einfach nur Verwarnung heißt, dann kann sie auch in die Personalakte. Wie man damit umgeht, generell bei Abmahnung, ist generell ein ganz großes Problem. Dazu haben wir eine Serie gemacht. Gucken Sie sich die wirklich dann mal an. Es gibt ganz verschiedene Reaktionsmöglichkeiten und ich kann nicht im Moment jetzt und gar nicht schon kurz jetzt pauschal sagen, was in welchem Fall das sinnvoll ist. Ich werde mir diese Serie, die wir gemacht haben, dann nochmal angucken, ob das da alles beantwortet ist. Ansonsten werde ich so Reaktion auf eine Abmahnung gegebenenfalls nochmal eine Folgeserie machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.